Hallo, ich bin Thomas Ernst von der Buchhandlung Thalia. Ich stelle Ihnen den neuen Oyo vor. Wir haben im letzten Jahr die erste Generation gelauncht und werden jetzt, kurz vor Weihnachten, die zweite Generation herausbringen. Das ist er. Als Messemodell noch mit der entsprechenden Software. Ganz ähnlich wie im letzten Jahr. Wir haben hier die zuletzt gelesenen Bücher, wir haben unsere Bibliothek, wir haben den Thalia-Shop und wir haben verschiedene Extras-Einstellungen. Unter Extras finden Sie einen Webbrowser, Sie finden auch einen MP3-Player. Das Wesentliche für uns ist aber das Lesen und darauf haben wir das Gerät optimiert. Ich will einmal ein Buch laden, damit Sie sehen, welche Einstellungen im Lesen möglich sind. Das habe ich hier von oben nicht richtig getroffen. Das Buch öffnet sich genau dort, wo ich es verlassen habe, auch in der Einstellung, in der ich es verlassen habe. Ich kann über die Tasten blättern, ich kann aber auch mit einem horizontalen Strich weiterblättern und entsprechend lesen. Hier unten über die Menütaste kann ich unterschiedliche Einstellungen vornehmen, sei es die Schriftgröße, die ich verändern möchte, oder die Schriftart. Ich kann Lesezeichen setzen, kann kleine Texte dazu eingeben. Über diesen Home-Button komme ich immer auf den Startbildschirm zurück und kann von dort über WLAN, das Gerät ist ein Wi-Fi-Gerät, den Shop von Thalia direkt ansteuern, Bücher herunterladen. Und ich kann meine Bücher natürlich in der Bibliothek verwalten. Dort kann ich eigene Kollektionen anlegen, die kann ich selbst benamen und kann Bücher auch in mehrere Kollektionen reinlegen, so dass, wenn ich viele E-Books geladen habe, sie auch leicht wiederfinden. Das Gerät hat 4 GB Speicher. Das sind gut und gerne an die 2000 Bücher. Über den MicroSD-Slot auch erweiterbar. Das heißt, an Lesestoff werden Sie da nie ausgehen. Sie sehen auch das USB-Kabel, das sowohl zum Laden als auch zum Synchronisieren mit dem PC geeignet ist. Das Gerät hat ein Cypix-Display der zweiten Generation mit einem Kontrast 11:1. Wir haben auch einen stärkeren Akku verbaut und wir haben einen stärkeren Prozessor, als wir das im ersten Video hatten. Ja, wenn Sie weitere Informationen wollen, ab November in den Thalia-Buchhandlungen, vor Weihnachten spätestens, dort zu sehen, dort auch auszuprobieren und nähere Informationen natürlich auch online unter www.thalia.de.